Wieder. Pause machen. Ich will noch was Ungesundes tun. Hörst du auf damit? Nein. Mit was denn? Mit den ungesunden Sachen. China will mir die ungesunden Sachen verbieten. Aber gerade die machen doch so viel Spaß. Ich sollte mir vielleicht noch ein paar Bandagen craften. Oder ein paar Medipacks. Einmal hier. Einmal. Mhm. So, nochmal über die Farben gehen. Ach, da ist sogar noch was reif geworden. Eieiei. Habe ich wieder. Auf, gib mir doch noch ein Level ab. Ah, das reicht nicht mehr. Also in einen direkten Kampf dürfen wir zwar noch nicht kommen, aber vielleicht müsste dann eigentlich alles funktionieren. Die Triebwerke sind nämlich noch nicht geschützt. Aber ich mache jetzt eine kleine kurze Pause für euch alle da draußen auch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Telefon hat eben geklingelt. Willkommen zurück. Dachte ich mal, habt ihr was gehört im Hintergrund? Push. Aber du kommst wieder gleich, nachdem unser anderer weggegangen ist. Mir wär's weg. Ja, Seuch macht ungesunde Sachen. Ich hab's dir verboten, aber er hört nicht auf mich. Dann kann ich auch noch mal Pause machen. Dann sind wir ja kein flotter Dreier mehr. Genau, das ist vielleicht besser so. bis gleich. Aber ich zeig den Leuten dann hier gerade schön, also bei mir, wenn dann das Video irgendwann mal online geht, wie ich heldenhaft dann Warpsprit hochbringe. Boah, ich bin gespannt. Ja. Ja, wahrscheinlich fliege ich erstmal wieder vorbei, weil ich immer zu viel Karacho gebe. Ja, das kenne ich, das Problem. Dann kriege ich immer Ärger von China. Ja, solange du nicht gegens Schiff klatschst, also... Ja, doch. Wie so ein Weltraummoskito. Das volle Programm, ne? Ja, bis gleich. Ja, dann bis gleich. Hui! Ja, da sind die Hangars. Da sollte man natürlich drin landen. Aber Weltraumdrift muss auch mal sein. Da steht fast alles voll. Ja, wie passe ich da dann jetzt noch rein? Also sollte es eigentlich genug Platz neben solche haben. Neben solche sollte. Er hat sich aber genau in die Mitte gesetzt. Ja, ich fliege ein bisschen verquer rein, dann wird das schon... Oder kann ich nicht an die Decke andocken? Eigentlich schon. Jetzt klemme ich fest. Aber da ist doch noch Platz, Engine. So. Ja, natürlich hätte ich es auch so machen können. Ja, das wäre cleverer gewesen. Egal. Los. Angedockt, genau. Oh, Helm aufsetzen. Das vergesse ich immer. Das wird ab der nächsten, also ab dem nächsten Patch wird das tödlich, hä? Relativ schnell, ja. Aber da ist nicht nur nicht den Helm aufhaben, nicht, also schon ein Problem. Du musst auch die richtige Ausrüstung bei haben. Ah, so einen Helm zum Atmen und sowas, hä? Nein, du solltest nicht ohne passende Upgrades im Weltraum rumspazieren.
ist ein bisschen kalt da draußen. Ach so, dann brauchen wir so eine Heizung eingebaut und alles. Ja. Ja, aber ich finde es eigentlich cool, wenn es da kalt ist, dann haben die unsere Spielfiguren, die haben es besser wie wir. Maschinenraum, da ist dann bestimmt irgendwo der Bobcan. Tigerhöhle, Jollums Quartier, Ossels Bäckerei, schön. Ja, da bist du ja schon ein bisschen dran vorbei. Am Maschinenraum. Ja. Maschinenraum kommt gleich nach der Tür. Ah, ich muss das hier noch auswendig lernen. Warp-Drive-Tank. Okay. Müsste jetzt für 42 Warp-Sprünge reichen. Ja, wir wollten noch 43 machen. Ach, scheiße. Da kann man bestimmt was improvisieren. Irgendwas erbeuten zwischendurch. Eieiei. Ja, in meinem Quartier ist halt noch gar nichts. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gebaut. Das sieht jetzt halt doch so ein bisschen wirklich wie so eine Höhle aus. Ja, weil du halt mit anderen wichtigen Angelegenheiten beschäftigt warst. Leveln. Milch abzapfen. Kannst du schon mal bei mir reingucken und beim Seucher? Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Ich schau gerade, was auf Lager ist. Vielleicht kann ich damit ja was anfangen. Hallo. Hallo, willkommen zurück. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen beeilen müssen, weil sonst wäre ich verhungert. Hallo, hallo, hallo. Hi, Junge. Stimmen, lauter Stimmen. Ich wäre fast erstickt. Oh, da hat jemand seinen Sauerstoff nicht aufgefüllt. Naja, war halt Pause und so, ne? Das ist ja dann schwierig. Juhu! Es klingt etwas widerlich, wenn man das jetzt so übereinander layert. Ich starte einfach mal die Aufnahme. Ja. Sagen, bevor wir solche Sachen wieder. Oh, willkommen zurück zu Empyrean, heißt es, glaube ich, ne? Ja. So, ja. Empyrean Galactic Survival hier mit den altbewährten Leuten. Nur Verrückten. Verrückt. Also China Tiger, Seuchmarine, Ozzelpai und mir. Also lauter Verrückten. Lauter Verrückten. Ja, an der Lache müssen wir noch ein bisschen üben. Ach so. Das geht besser. Ist das besser? Das ist eher verrückt als... Toll. anstatt Bösewicht, also Villain. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, aber das kriegen wir noch hin. Okay. So, wie weit ist denn jetzt der Konstruktor? Oh, dann mache ich dir mal Platz, weil ich wollte gerade nur gucken nach Einrichtungszeug und so. Wo sind denn meine Lichtblöcke hin? Die sind innen drin, die waren fertig. Die habe ich reingelegt. Also diverse Einrichtungsgegenstände findest du auch unten im Lager. Ah, aber keine Lichtblöcke. Deswegen hatte ich mir vor Ewigkeiten 12 Stück oder so, 10 gemacht und ich finde sie auch nicht im Konstrukt. Ich hatte nochmal 10 in Auftrag gegeben. Doch, da sind wir. Okay, die kannst du auch gerne gleich haben. Da sind sie ja. Und hattest du Türen? Ja, Türen. Ja, ich hatte auch Türen in Auftrag gegeben. Soll ich dir die mitbringen? Unten im Lager. Wie kommt man denn ins Lager? Also zumindest im provisorischen Lager waren mal welche noch. Es ist unter der Brücke. Unter der Brücke. So, Gina, ich bring dir mal ein bisschen Licht und ein bisschen Türen mit. Ja. Beim Licht weiß ich noch nicht, wie ich das wirklich in meinem Quartier unterbringe. Das ist noch ein bisschen problematisch. Ja, schick, schick. Bist du? Ich bin gerade im Garten gewesen. Obwohl, ich musste ja auch mal ein bisschen noch einrichten. Hinterher werden wir da vielleicht doch die Decke nochmal um eins runternehmen müssen. Das sieht momentan ein bisschen blöder aus. Das heißt, mir fällt noch irgendwas anderes ein. Da ist der Jollum. Ja, das fliegt da hier in deinem Zimmer, fliegt das durch die Gegend. Aha. Du hättest das auch, glaube ich, in irgendwas reinpacken können. Das weiß ich nicht. Ich hab beim Bett Nachttisch und Schrank, die kann man öffnen. Oh, das ist ja... So... Aber ich hatte nur noch Türen.
Kann mir noch jemand zwei Schuhfüßen Größe L machen? Stille. Ja, wie sie alle hier schreien. Ja, wir sind halt sehr konzentriert. Ja, ich kann das bestimmt noch nicht bauen. Das wäre so Standard, ne? Ja, nee, kann ich nicht. Aber irgendwas. Dann gehe ich gleich rein. Boah, einmal Licht angemacht und. Und? Blind. Wow. Ja, und im Schlafzimmer habe ich da oben Blöcke. Die dünnen Blöcke, die müsste ich aber setzen, sonst sehe ich das scheiße aus. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ach, der Ossel ist da schon wieder drin. Mach mir nur kurz ein paar Lichter. Das sind die falschen. Das sind die falschen? Die passen nicht, oder was? Sie gehen nicht auf einem Capital Vessel. Ah, okay, dann brich sie ab. Was ist denn das Ding? Okay. Moment, ich nehme mal zwei davon, einen davon und die drei habe ich auch noch als Bremsschubdüsen. Ich bin gleich weg, sobald die drei Dinger fertig sind. Ja. Keine Hektik. Ach, weil ich da Wände hingesetzt habe, das nicht mehr. Das ist ja. Nanda Fernanda, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Nanda Fernanda. So, jetzt die Lichter manipulieren. So, jetzt kannst du wieder aus. Okay. I'm coming home, baby! Herzlich willkommen und vielen Dank für den Follow, Nanda Fernanda. Das ist aber gerade sehr schön. Sehr schön, dann habe ich den richtig ausgesprochen. So. Und nur noch vorne. Bremsschubdüsen. Ach, die passen hier hoffentlich rein. Soll das mal was? Nein, das war falsch. Nein, das ist falsch. Passt nicht hier überhaupt keine. Bei Yellum ist alles hochherrschaftlich tapeziert. Also Oma-Stil. Also ich würde das jetzt fast so ein bisschen klassisch-französisch nennen. Man muss halt was aus dem machen, was es gibt. Oh, und China hat alles marmoriert. Nee, eher so mit Holzwänden gearbeitet. Ah. Ich hab viel marmoriert. Die Decke habe ich halt marmoriert. Bei mir sieht's halt noch aus wie in der Monsterhöhle. Ich meine, ein Bett, zwei Pflanzen, eine Konsole, was will man mehr? Reicht. Das DSL liegt schon. Warum nicht? Ja, da muss ich den. Okay, probier jetzt noch einmal zu drehen. Ich mag das nicht, wenn man Blöcke nicht sieht, wie sie sind. So. Yay, es hat funktioniert. Das ist doch so, und dann hier wieder eine Wand. So, interessante Lichteffekte. Muss reichen, so wie es ist. So, jetzt habe ich es zumindest schon mal halbwegs freundlich erleuchtet hier. Ja, das Capital Vessel ist zwar noch nicht ganz fertig, wir werden jetzt trotzdem einen Sprung wagen. Juhu! Und Ossel-P hat sich garantiert falsch gesetzt. Der darf mit seinem Kleinen nochmal richtig parken üben. Da war alles verstopft, da konnte ich nicht richtig landen. Der Grüne macht sich ziemlich breit. Ja, habe ich versucht, möglichst platzsparend zu stehen. Du bist ja nicht der Grüne. Er meint nein. Stimmt. Ich bin rot, ja, stimmt. Du musst dir nicht immer alles auf die Fahne schreiben, manchmal ist auch ein anderer schuld. Echt? Das ist ungewohnt. Ja, passiert selten, aber es passiert. Aha. Nein. Gut, bin gedockt. Ach, jetzt muss aber die andere Tür sollte natürlich auch noch zugehen, oder wie war das, ne? Ja, wir machen jetzt die Türen zu. Ah, gut.
flottendicht. So, da müssen wir gleich mal ins Dingsbums gehen, ne? Wollen wir jetzt den Sprung machen? Das will ich sehen. Hat wer den Hyperantriebsgenerator aufgefüllt? Yep. Sehr schön. Unsere Arbeit, Socke. Er nennt mich Socke. Eine Map. Map heißt Karte, ich bin Map. Wo wollen wir denn hin? Ach, cool. Keine Ahnung, ich komme erstmal nach vorne ins Cockpit. Sauerstoff, wenn was zu essen. Oh, Omikron. Omikron ist doch nett. Ein Trading Outpost oder Skillen. Haben wir genug Sauerstoff dabei? Weil auf manchen gibt es ja keinen richtigen. Mehr als genug. Also der Server kostet im Monat 4 Euro und da können im Moment 4 Personen drauf spielen. Gleichzeitig. Wir haben keine O2-Flaschen mehr im Tank. Das müssen wir ändern. Ich krieg kein Geld dafür. Die Server sind von Nitrat und laufen eigentlich relativ gut. Man sagt. Ich wäre aber für Skillion. Achso, Barren PvP. Nö. PvE. Da ist auch PvP. PvP. Masperon soll auch nett sein. Lava, Space, Trading Outpost. PvP. Da ist überall PvP an. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist auf den schwierigen Planeten immer. Und da ist ein Alien Outpost auch noch. Masperon. Kann ich da hin? Zielerfassung geht nicht. Da kann ich Ziel erfassen. Ich weiß nicht, was Skillion ist. Und das musst du, wie gesagt, selbst wissen. Jetzt kommt, das ist die Alpha, das siehst du da. Da oben. Ganz links oben siehst du, das ist gerade noch eine Alpha, es ist Early Access und es wird jetzt dann ein neuer Patch geben, was das alles noch ein bisschen schwieriger macht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, der Trading Outpost, Skillion und Omikron. Omikron ist halt dieser Wüstenplanet. Das ist der andere, wo man anfangen könnte. Mir ist egal. Ich flieg dahin, wo ihr mich hinfliegt. Nur weg von hier. Dann fliegen wir nach Skillion. Da ist zwar PvP an, aber wir müssen halt aufpassen, wo wir schießen. Ja. Sind Skillion noch da? Okay. So. Ah, das Schiff richtet sich aus. Lässt sich aber gut fliegen. Oh, mein Seuchenbomber ist rausgefallen. War er nicht angedockt? Eigentlich schon. Oder brauche ich eine spezielle Taste, um anzudocken? Eigentlich nicht, du musst bloß ganz runter und... Power ausschalten. Das war's. Power war auch aus, ich komme gleich wieder. Hast du dann eine Fläche unten dran? Eigentlich ja. Was ist das denn, den Seuchenbomber hier, ne? Nein, hast du nicht, dann wird das mit dem Andocken ziemlich schwer. Achso, dann brauche ich noch schnell was aus dem Konstruktor. Meine Damen und Herren, der Start wird sich um wenige Minuten verzögern, aufgrund einer kleinen, geringen technischen Panne. Bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position, Kotztüten finden Sie unter dem Revers. Und Anschnallen nicht vergessen. Boah, der Konstruktor muss eindeutig schneller werden. Ja, soll ich dir deinen solchen Bomber schon mal ranfliegen? Och, das wäre nett. Okay. Ich mach was Nettes, oh nein. Aber noch nicht reinparken, weil da willst du ja dann noch was unten dran bauen, ne? Genau, einfach etwas höher parken. Okay. Ja, ich hab's mal noch direkt außerhalb der Tore fliegen lassen. Ah, okay. Ah ja, füllt euch mal alle gut auf. Also, das habe ich schon gemacht vom Hinsetzen. Ich habe auch noch mal den O2-Tank aufgeladen, weil der war inzwischen leer. Den habt ihr leer gesaugt. Wo sitzt du denn, China? In der Mitte. Ah. Der einzige Platz, der frei war, nachdem was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ich sehe, bei mir sind alle Sitze frei. Wo sind denn die Sauerstoffflaschen? Ich bin wieder unsichtbar, aber anscheinend bloß bei dir. Direkt hinter den Sitzen. Hinter den Sitzen. So, jetzt habe ich auch ein Fahrwerk dran. Also, Jolum, dich sehe ich. Achso, siehst du mich? Im Moment nicht, aber ich sitze auch nicht auf dem Stuhl. Warum sind die Hangartore eigentlich offen?
Jetzt bin ich gedockt. Ich musste noch mal reinfliegen. Ich mach die Hangartore gerade zu. Ja, okay, jetzt ist gut. Ah, das Schiff braucht von außen unbedingt noch Bullaugen. Ja, das Design ist sicherlich noch verbesserungswürdig. Ach komm, so für das Erste ist das doch gar nicht so schlecht. Ich bin auch soweit ganz zufrieden mit dem, was ich da so sehe. So, ja, wir können zwar kaum nach hinten schießen oder die gewisse andere Winkel sind auch nicht ganz abgedeckt, aber... Ah, verdammt, ich habe vergessen, das Schild anzubringen. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das? Wie, das war's? Ja. Das war der Sprung. Das war ja aber sehr wenig spektakulär. Da hatte ich mir jetzt mehr erhofft. Also wenn wir fliegen, saugt das Ding ganz schön Strom, wenn man sich das mal anguckt. Ja. Das sind manchmal bei einer halben Stunde Flugzeit. Aber so viel fliegst du damit ja in der Regel auch nicht. Parkst du einmal am Planeten und dann mit den Small Vessels runter. So. Nee, damit gehen wir nicht runter. Und dabei haben wir die Dinger mit Fusionszellen vollgestopft. Oi. Ich habe im Singleplayer-Spielstand habe ich die Wasserstoffzellen drin. Ja gut, also das lohnt sich mal irgendwie gar nicht. Ja, also wenn es steht, dann haben wir ja dann eine vierstellige Zeit, die das Ding sagt, ist in Ordnung, macht ihr mal. Ich werde es jetzt nicht ausschalten, ich werde es einfach bloß das Ding. So, wir sind da. Ja, da sind auch 500 Minuten weg, nur durch das bisschen Fliegen hier. Das Ding hat halt mal einen Boost. Ja! Oh, warte. Was? Habe ich überhaupt Munition? Ja, genau. Ja, dein Schiff hat Munition. Ja, ich meinte ich auch. Ich habe alle aufmunitioniert. Ich selber. Und dann ist jetzt wieder Dosenfutter haben wir gar nicht aktuell, oder? Na, ich habe, glaube ich, keins extra mitgenommen. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig. Dann esse ich noch Munition für meine Große dabei? In der großen Munitionskiste im Schiff. Ich meinte für meine Plasmakanone. Na, für die habe ich nichts hergestellt. Die hast du nicht angefragt. Okay, dann habe ich nur normale dabei. Ich lebe jetzt von Früchtekuchen. Ich von Pommes. Und ja, Pommes habe ich auch dabei. Wahrscheinlich hat Tiger etliches Zeug dabei. Nö. Was? Eigentlich nicht. Normalerweise ist er der Versorgungsspezialist. Was ist denn hier los? Ich war nicht unten auf dem Planet, als es hieß, wir fliegen los. So, ich bin im Schiff, also in meinem kleinen Raumschiff. Juhu, und ich bin draußen. Und jetzt fliegen sie weg. Warp, putsch! Ich folge einfach mal der Tigerkröte. Ja. Auf unserer Heimatbasis, in unserer Heimatbasis sind die ganzen Vorräte. Und ich habe sie ja nicht mitgenommen, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir einen Ausflug machen. Was? Das ist auch die ganze Medizin im Übrigen, bis auf die Fahrzeuge, die ich einstecken habe. Da unten gibt's genug Orangen. Ja, jetzt, da kann man Vergiftung von kriegen. Ach was. Sie ist aber selten. Erstmal alles durchladen. Ist wie von den Akurbeeren, da habe ich einmal eine Vergiftung gekriegt. Gina, ich sehe dich nicht mehr. Oh, das scheint grün zu sein hier. Ich sehe gerade nur gelb. Wo ist denn unten? Hallo? Ach, jetzt wird's das ist eher gelb-grünlich. Ach, da ist die Tigerkröte. Ja, und ich sehe zumindest zwei Basen vor mir. Ja, und die könnten beide schießen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das sieht aber nicht gesund aus hier. Mal gucken, ob die Schieße einnehmen. Xenoradar MK2, ja, dann machen wir das doch gleich als erstes platt. Welches also ist das? Das eine wird nicht schießen, das ist ein... So eine Mine, oder das? Eine archäologische Seite, aber da gibt's Drohnen. Okay. Na, Drohnen sind ja jetzt nicht das Problem. Nee, ich hab die Plasmadrohne abgeschossen. Wollte nicht auf das andere Ding zufliegen, weil ich nicht wusste, was es ist. Okay, wer ist der Kapitän? Wo geht's hin? Ich schieß gerade schon. Ah. So. Die Große ist hier auch weg. Waren das alle? Wo? Oh. Ich bin hier auf der Xenoradar MK2. Ja, ich weiß andere noch, was da. Ah ja. Ah, das muss in die Richtung sein. Da sehe ich dein Schiff. Wo ist denn hier die Plasmadrohne? Die ist vielleicht schon kaputt und abgestürzt, oder nicht?
Ach nee, die hängt da fest an der Basis. Ah, okay. Das ist kaputt. Enemy Troop Transport, ja. Soll kommen, soll ruhig kommen. Okay, von wo? Zieht ihn irgendwer? Oh, das kann dauern. Alle bis auf Jollum dürfen Richtungsangaben machen. Ich guck Richtung Norden. Dann nehme ich Osten. Nee, aber das kann manchmal 10 Minuten dauern oder sowas, bis der kommt, glaube ich. Ja, aber die müssen wir trotzdem abfangen. Was ist denn das? Die Würmer kenne ich in klein, aber nicht in groß. Der schießt von da oben drauf, ja, damit sie ja auf mich zukommen, ne? Oh. Okay. Das ging ja schnell. Ja, mit einer Railgun. Großes Kaliber. Nee, mit einer Gatling. Ich hab bloß eine Gatling. Ich hab eine Railgun. Und ich habe auch auf die Viecher geschossen. Schiff entern beim Teutates. Oh, ich höre komische Geräusche da drin. Wo ist denn der Truppentransporter? Der kommt nicht. Der hat heute Urlaub, weißt du? Ja, also sagt doch, das kann bis zu 10 Minuten mal eben zu dauern. Oh ja, das sind aber wieder die Alien-Typen. Die packen wir ja. Sie haben aber auch Geschütze, okay. Und wegen irgendwelche komischen kleinen Gollums. Wo ist er denn? In den Schädel! Oh, da kommt was entgegen mit Kanonen. Wo ist der Fan? Keine Ahnung. Ich auch noch so gucken. Und hörst ballern. Seht ihr mich? Hier ist ein Eingang. Da ist aber gerade ein Jollum vorbeigehüpft, glaube ich. Oh. Da ist er. Da ist der Eingang. Wo ist der Eingang? Das ist ein zweiter Eingang auf jeden Fall. Hier gibt es keine Eingänge. Siehst du einen Eingang, China? Nee, bisher nicht. Seitlich. Ich habe einen schon entdeckt. Ah, okay. Oh, da sind schon wieder Würmer. Würmer sind wieder da. Ich weiß gar nicht, wie du da reinkommen konntest. Ah, Level 12, endlich! Was zeigt ihr denn? Ich hab einen Fahrstuhl. Achtung, China, links von dir. Fahrstuhl. Seid ihr oben rein oder in der Mitte oder hinten? Fahrstuhl. Oh. Okay. Ich war nämlich vor dieser Tür. Vorsicht, hier dürfte ich die PvP anfangen. Oh, Friendly Fire. Wahrscheinlich ja. Eben. Also eigentlich dürfte da nichts passieren. Okay, etwas Medizin, etwas zu essen. Die Leute sind freundlich zu uns. Die Krabbler haben Zähne dabei und Kern gefunden. Alien Parts. Ja, dann mach mal die Tür auf. Du hast Pfeile gefunden, anscheinend. Stimmt, nicht. Ja. China, eine sehe ich gerade nicht. Aua! Bumm! Aua! Was läufst du mir auch ins Feuer? Also, da hast du selber Schuld. Oh, ich habe schon wieder einen guten Konstruktor bekommen. Verbesserte Konstruktor, Lasergeschütz für unser Capital Vessel und ein Plasmageschütz für ein Hover Vessel. Und Raketending für... Geht hier irgendwo nach oben? Irgendwo macht's hier komische Geräusche. Ping, pong, bang, ping. Hier ist nichts mehr, hier oben. Dann geben wir noch Nehmen wir das Ding auseinander oder wie sieht das aus? Ja, wir gucken, ob irgendwas noch da ist. Okay. Atompilz, was ist der genaue Termin? Atompilz, hallo. Hallo, Pilz. Ja, oh, da gibt's ja auch Unterbodententakel. Was denn das jetzt? Die kenne ich auch noch nicht. Reißen die? Was wir hier Nö, die wackeln nur, okay. Ich glaube, Mittwoch ist der Termin, Gina, für das neue Update. Irgendwie funktioniert mein Jetpack nicht mehr. Hast du macht doch sowas nicht. Ja, 7.6. genau. Pommes. Hier gibt es auch nicht mehr viel, würde ich sagen. Es war ziemlich klein. Kompakt. Ja. Ich frage, ob wir es jetzt in einmal abbauen wollen oder ob wir weiterfliegen. Ich hätte gesagt, wir fliegen weiter. Außerdem müsste der Truppentransport mehr Action. Stimmt. Da kommt eine Plasmadrohne. Wow.
Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Hui! Da schieb los! Haha! Blut. Oh. Hallo, Jollum. Da fällt einer vom Himmel. Ja. Wo ist meine Tierkröte? Da ist er. Den Konstruktor befüllen mit Sachen. Da hinten ist ein grüner See oder sowas. Oder ist das Gas? Ach, da sind die PK-Ladungen. Ich habe mich schon gewundert. Großer Skorpion oder irgendwas ähnliches? Eine Mate mit einem Spinnenhintern. Ich fliege jetzt Richtung Süden, aber das... außerdem, in welche Richtung? Nee, noch nicht. Westen. Okay, Richtung Westen. Du fliegst Richtung Westen, solche? Ja. Also nach richtiges Westen. Richtiges Westen. Zu diesem Outpost da. Ich bin noch gar nicht losgeflogen. Evacuation Site. Oh, das sieht Transporter, das ist Transporter, der Trummtransporter. Was kommt da? Rumdrehen! Die suchen Ärger! Die kriegen Ärger! Ah ja, da unten. Also wird das mir angezeigt mit 219 Metern. Da ist unter der Erde angeblich hier. Ja, würde ich auch sagen. Ja, unter der Erde. Okay. Die haben sich verflogen. Ich glaube, die sind auf der anderen Seite vom Planeten irgendwie. Die bohren sich jetzt durch. Ach, wir haben schon wieder so ein schönes Dorf hier. Dorf? So, ich folge euch jetzt auch mal endlich. Ich glaube, wir werden einfach wieder den Kern zerstören müssen. Da bewegt sich irgendwas. Ich habe hier irgendwelche Tasten gedrückt. Das war nicht gut. Irgendwelche? Ja, ich bin auf eine Taste von meiner Maus gekommen, wo ich eine Tastenkombination gespeichert habe und mein Raumschiff ging gerade irgendwie sonst wohin. War hier nicht der Kern irgendwo? Oh, da schießt schon jemand. Ups. Ach nee, der ist da oben. Ach. Ui! China, bist du das? Ich weiß nicht. Kern müsste zerstört sein. Ja, ich kann bauen. Oh. Ich dachte, ich schieße einfach von außen. Ich weiß doch, wo der Kern in dem Fall ist. Ja, gut gedacht. Ja? Ich weiß nicht. Was warst du nicht? Das. Was denn? Ja, das wirst du dann sehen, wenn du zu dem, ne? Ich weiß nicht. Da einigen wir uns jetzt drauf. Wer hat dein Raumschiff kaputt gemacht? Das war meins. Das kriegen wir irgendwie wieder hin, das hab ich schon mal, ja, Jumpstart. Nee, sorry, also ich hab's wirklich nicht gesehen. Minigun, was ist das? Ja, ich meine, okay, gelb auf gelb, ne? Ich hoffe, es ist nichts Wichtiges kaputt gegangen. Ja, kann ich mal überprüfen? Ich meine, noch ein paar mehr Farben verpasst, nicht nur gelb. Damit keiner sagen kann, ich hab's doch nicht gesehen. Es sah aus wie die Umgebung. Sieht eigentlich alles in Ordnung aus, hat keinen Schaden gekriegt. Es war, glaube ich, auch zeitgleich mit dem Zerstören vom Kern. Das hat auch ein schönes Geräusch gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht. So, Beute in die Cargo-Box. Brauchen wir ja erst daheim dann. So. Jawolle. Ich bin ja dann mit dem Cargo-Box. Ja, das war so das, jetzt das Erste, was ich wirklich erreichen konnte an Cargo. Ich höre Alien-Geräusche irgendwo. Alien-Geräusche? Ja, das so... Der Einzige, der das hört. Ja, so ein bisschen high-pitched. So, ich glaube, das ist auch eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Ach, das ist diese komische Raupe. Such mal die Waffenfabrik oder das Labor. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Harr, das ist jetzt schon eher eine Folge nach meinem Geschmack gewesen, mit ordentlich Action und Bumm und Krawall. Unseren ersten Warpsprung haben wir jetzt auch hinter uns. Jetzt hoffe ich, dass es in der nächsten Folge mit genauso viel Action weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Empyrean Galactic Survival.